Hi, ich bin Fabio. Wir sind hier heute bei Michael Stichkraft vom S1A Drachenboot-Team von Drachenjägern. Und wir haben viel Spaß und freuen uns auf ein tolles Rennen, was wir heute fahren. Viel Spaß mit Unterstützung von Leben mit Behinderung. Freuen wir uns. Zusammen machen einen tollen Tag. Ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir die Drachenjäger wieder am Start haben. Sind ja schon ein fester Bestandteil unseres Events. Und jedes Jahr wird es auch immer wieder besser. Ich finde es ganz toll, dass wir dieses Thema der Inklusion auch dank der Alexander Otto Sportstiftung und Alexander Otto auch wieder vorantreiben können und damit eine tolle Bestätigung für die Teilnehmer in diesem Team und für uns als Veranstalter macht es einfach wahnsinnig toll. Also von daher freuen wir uns auf alle weiteren Jahre wieder. Hallo, mein Name ist Gurga Kavilase und ich bin Mitarbeiter von Ambulanz der Sozialdienst Bergedorf, der bin mit Behinderung. Ich bin seit diesem Jahr Mitglied von SVNA Drachenjäger Drachenboot Team. Das ist ein Inklusionsteam und bei uns sind Menschen mit und ohne Einschränkungen dabei. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Leuten zusammen auf dem See zu paddeln. Mein Name ist Mikko Bühn. Ich bin Trainer der SVNA Drachenjäger. Wir heute hier die Chance haben, ein Jahr vorher bei Michael Stichkraft anzutreten. Wir hatten jetzt unser erstes Rennen und es ist so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Wir sind mitgefahren, haben jetzt nach dem ersten Rennen einen Platz mittendrin, so wie man sich die Vision auch vorstellt. Das war richtig spitze. Das war so toll beim Drachenjäger. Das hat echt viel Spaß gemacht.